Hallo zusammen, ich habe hier eine Liontron Arctic Batterie und ich habe hier zwei Thermometer. Und jetzt machen wir Folgendes: Wir kleben diese zwei Thermometer. Ich bin jetzt brutal. Die Batterie auf, die läuft an. Die war jetzt eingelagert bei minus 30 Grad. Ein Thermometer hinten, eine Sonde auf der Seite. So habe ich vorne und hinten eine Sonde. Und jetzt nehme ich hier eine leere Schachtel. Dazu haben wir noch so ein paar Isolationsmatten. Eine kommt unten rein. Wir isolieren links, wir isolieren rechts und so haben wir das Teil ein bisschen isoliert. Und hier habe ich ein Ladegerät, so ein Lithium-Ladegerät. Hier mit dem Schlüssel die Batterie anschließen. Also das Ding ist schön kalt. Das heißt, wir haben hier nochmals zwei Drähte zum Vorbereiten. Wir haben auf das Minus, sei hier nach der Grad. Auf Minus hängen wir jetzt an das Ladegerät. Und wir hängen an eine Leitung so nackt. Also hier Plus als rotes. Beim Ladegerät ist das das braune Kabel. Beim Ladegerät könnt ihr euch merken, Blau und Braun, diese, die negativ sind, also blaue sind eigentlich eher auffallend negativ, wegen dem ist negativ auch blau. Wir machen hier auch noch einen Deckel drauf. Moment, ich zeige euch das jetzt. Ich habe hier angeschlossen auf der Batterie Minusleitung vom Ladegerät und hier dieser Schwanz und hier auch dieser Stück hier auf Plus. Mache ich also das Teil hier auch rein, die Kabel schön rausführen, oder führe ich hier raus, egal, und mache hier den Deckel zu. So habe ich die Batterie schön kalt. Und ich habe jetzt hier zwei Thermometer. Eins auf der rechten Seite, eins auf der linken Seite. Und diese zeigen so jetzt 14 Grad an. 14,1, 14,7. Das ist natürlich jetzt, weil die Isolation hier ein bisschen mehr Wärme gibt. Wenn wir nach Aussage von Liontron, ich habe hier Last eines Kühlschranks, das sind einfach zwei Widerstände, die müsste ich jetzt hier an sich, an dieser Batterie anhängen können, minus. Ich habe hier auch einen Ampermeter. Das hänge ich hier dazwischen, noch umstellen auf DC, noch Nullen, und ich hänge diesen Widerstand hier an, auf diesen Kabel. Also dieser simulierte Kühlschrank,
der sollte ca. 5 Ampere Strom rausziehen. Und wir können diese Batterie jetzt belasten mit 6 Ampere. Wir haben hier eine Temperatur von minus 16 Grad und 16,7. Klar, die Batterie ist kalt. Also das heißt, wir können diese Batterie nicht belasten. Das heißt, vorher habe ich gesagt, ich kann belasten, ich kann nicht belasten. Ich habe hier nochmals das Ampermeter. Ich hänge diesen Widerstand ab und ich hänge diesen Widerstand wieder an. Ja, diese Batterie geht nicht. Da habe ich das Handy vergessen. Ich bin jetzt wieder zurück. Man hat ja das Handy nicht immer in der Tasche. Ich habe hier diese Batterie. Ich logge mich hier ein. BMS aktiv. Die Batterie hat 11%. Ich muss vielleicht mal hier aktualisieren. Bei dieser Batterie steht jetzt hier Entlade unter Temperatur. Hier oben haben wir eine Temperatur von 0 Grad. Ich bin jetzt sprachlos. Nach Aussage von Liontron heißt, ich kann diese Batterie entladen. Gehe mir auf Entladung unter Temperatur und mein Widerstand hier, der wird also auch richtig warm, wenn er unter Last steckt, der wird nicht warm. Es zieht kein Strom, ich habe den auch richtig angeschlossen. Zuerst hat er kurz so einen Zug gemacht. Ja, und es ging nichts. Die Temperatur sind wir hier jetzt auf 17 Grad. Klar, die Batterie hat eine Kerntemperatur. Die war jetzt ein Tag im Tiefkühler mit minus 30 Grad. Ich wollte es ja nicht übertreiben. Ich hätte noch so andere. Da mache ich euch logischerweise mal wieder einen Link von der Labortiefkühltruhe. Die gehen dann runter auf minus 100, aber das ist nicht der Sinn und Zweck. Also wir sind hier irgendwo bei 18 Grad an den Wänden. Und die Batterie entlade unter Temperatur. Also ich kann hier nicht, im Winter ein Thema, ein Kühlschrank ist nicht ein Thema, sondern ich kann hier dran die Standheizung zum Beispiel nicht betreiben. Punkt. Ich habe jetzt so ein zweites Kabel hier angeschlossen. Hier habe ich das Ladegerät, haben wir ein Sortiment, mache ich euch unten einen Link zum Shop. Ist ein 20 Ampere Lithium-Ladegerät. Ich habe hier eingesteckt und ich schalte jetzt hier ein. Das Teil macht Lärm. Wenn es Lärm macht, wird es laden. Oh, und jetzt ist es so, dass ich wahrscheinlich durch den Peak. Ich habe hier, das Teil wird jetzt warm, hier mein Widerstand. Und ich habe 7 Ampere, die dieser Widerstand zieht. Aber das wird nicht der Strom aus der Batterie sein, sondern wahrscheinlich aus dem Ladegerät. Ich schalte das Ladegerät hier wieder aus. Und die Ladung ist weg. Und wenn ich auch hier wieder einschalte, das App kontrollieren, was mir sagt mir das App, ich bin immer noch auf 0 Grad, was eigentlich nicht stimmt, weil die Batterie war jetzt effektiv bei minus 30 Grad einen Tag eingelagert und immer noch Lade unter Temperatur. Jetzt hat er irgendwie gecheckt, dass ich hier irgendwas anhänge von einer höheren Spannung. Also
Es funktioniert, das ist eine nigelnagelneue Batterie mit einem Zyklus. Also Fakt ist, ich kann diese Batterie jetzt nicht belasten. Das heißt, Situation, ich habe ein Wohnmobil, ich habe die Batterie drin, es ist draußen von mir aus minus 20 Grad. Ich kann die Standheizung damit nicht starten, weil ich kann hier nichts belasten. Jetzt wird das Teil warm, es zieht auch 7 Ampere, aber das ist logischerweise der Strom, der hier jetzt direkt vom Ladegerät kommt. Ich hemme den Widerstand hier ab. So wird der nicht. Und ich lade weiter. Wir hatten vorher 18 Grad, ich habe 18,9 Grad. Und hier auf dieser Seite habe ich minus 15,5 Grad. minus 15,1 Grad, das heißt, auf der einen Seite der Batterie wird die Batterie jetzt warm. Sprich, das Ladegerät lädt im Prinzip nicht die Batterie, nach App kommt da nichts rein, aber da verlinke ich euch hier oben dann ein Video, da habe ich eine Batterie nachgerüstet, genau die hier, mit einer Heizmatte. Die Heizmatte ist aber nur auf einer Seite drin. Das heißt, es wird eigentlich nur eine Seite kalt, wir sind jetzt bei minus 13,4 Grad, hier immer noch bei minus 18 auf der anderen Seite. Ja, wir werden jetzt die Batterie übers Ladegerät heizen, irgendwann werden wir hier eine warme Batterie haben und dann können wir natürlich dann laden. Ich mache hier jetzt einen Unterbruch vom Video, weil das Definitive, was wir festgestellt haben, ein Wohnmobil im Winter hinstellen, Wintercamping, ich komme dahin, will die Standheizung starten, ist ein No-Go. Ich kann also die Batterie jetzt bei minus 30 Grad nicht belasten. Was funktioniert, ist, wenn ich das Ladegerät anschließe, damit ich dann die Batterie heizen kann. Also ich muss zuerst den Motor starten, dass ich Strom kriege über Trennröhre Ladebooster von der vorderen Batterie, um diese Batterie zu heizen. Ja. Schreibt mir in die Kommentare, was ich probieren will, was ihr wissen müsst. Ich habe eben, vielleicht mache ich euch einen Link, Tiefkühltruhen am Lager, wo ich auch minus 100 Grad hinkriege. Ich habe hier, wie ich die Arktik nachgerüstet habe. Und hier kommt ein Video über meine eigenen Batterien, die gemäß Datenblatt vom Hersteller Entladetemperatur steht hier drauf minus 20 Grad. Das heißt, wenn ich die Batterie einlagere bei minus 20 Grad, also nicht die Linetron, sondern die eigene aus dem Sortiment, dann sollte ich sie entladen können. Das Datenblatt von der Batterie verlinke ich euch natürlich unten drin. Tieftemperaturkurve, Nachrüsten von der Linetron und ein Video über die eigenen Batterien. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt mir alle gesund.